Welche Funktion haben denn diese Tasten unter der Lampe am Licht? Die hier. Ja. Dann würde ich sagen. Ist da irgendwie vielleicht zeitlich irgendwas, dass solange, wenn du die drückst, dass es dann irgendwie. Ach! Ah, okay. Oh. Aber wieso? Einmal den, dann jetzt ganz schnell. Ach, da! So. Da. Ah. Vermutlich Tibet. Das war der eine, jetzt der Ja. andere noch, oder? Ja. Ein Schlüssel. Ein Messingschlüssel mit mehreren Klappteilen. Okay, bin Gut. doch ein Stück weiter. Erstmal Tibet einsetzen, ne? Tibet. Da. Dann kriegen wir wieder einen Gegenstand. Hey, verarsche. Einfach nö. Einfach mal, ne? Ich drücke mal zweimal da drauf. Guck doch erstmal an, was wir brauchen. Das ist sicherlich hier diese Aussparung mit den mehreren Schlüsseln, ne? Also. Wo ist er denn? Da. Da. So, nach. Nach links ist mit so einer Aussparung. Ach, guck Ach, mal. guck mal. Das ist aber toll von denen. So, ne? Ich glaube, das ist nicht. Nee. Nee. Ah, das ist der Da falsche. ist noch mehr. Gott. Ach, Schande, nee. Warte mal. Unten noch einer. Ah, ich Klapp die glaube. mal eben aus. So, Ja. der ist. Nee, der ist auch falsch, Nee, ne? der ist verkehrt. Du brauchst da einen mit mehr Aus. Der muss da hin, oder? Ich glaube, ja. Ja, ist auch Nee. nicht. Der könnte da drüben passen. Der passt da drüben. So, Und und der der passt hier. da oben. So, jetzt aber. Ja. Tada! Ein Reflektorteil! Noch ein kleiner Reflektor! Supi! So, wo ist denn das Ding? Nase dran. Ding. Oh. Oh nein. Guck mal. Ja. Was habe ich getan? Ich weiß nicht, was du getan hast. Kann man hier Mach irgendwo mal hier das hochholen? Okular. Ah. Ach du lieber Gott. Da. Und jetzt? Da unten ist noch einer. Hä? Der hier? Nein, den nicht. Du musst hinten, glaube ich. Kannst du hinten noch irgendwas verschieben? Ach so, den. Oh Gott, das war gerade anders kurz, oder? Ja, die haben immer zwei Spiegel. Oh. Ja, weiter, weiter, weiter. Wie Nee, weiter? nee, nee, Das war die da haben immer in schon. der Mitte ist so ein Hüppel und danach geht's in die andere Richtung. So. Ja, guck So. mal, der geht jetzt dahin, oder? Das klingt Ja. doch. Aber da kannst du Nee, den geht kannst du ja nicht nicht. verschieben, also musst du den. Ah! Tada! Okay. Pium, pium. Ja, da, den, gib mir das, ich will's. Wow. Wow. Okay. Das ist ja Gut. schön hier. Ein Teil Südamerikas. Wow. Wie schön. Wie krass. Hallo. Oh. Okay. Jetzt können wir vielleicht. Ah. Hallo, gib mir das. Will da Ja. reingucken. Aha, ein Ah. Kreuz. Ein Kreuz. Und ja. Okay. Irgendwie wussten, haben wir doch geahnt, dass da noch was fehlt. Ich wollte gerne. Ich glaube, das. Nur so zur Sicherheit. Okay. Ja.
So. Sehr schön. So. 1, 2, 3, 4. Das da, das da. Juhu, das letzte. Jetzt will es auch funktionieren. Ein quadratisches Kartenstück und ein Brief. 9. August. Die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Skriptus Nocti gefunden. Nocti. Eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequelle habe ich. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babylonier Ishtar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren. Den Enthüller aller Geheimnisse. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements mir gehören. Ich platze fast vor Spannung. Ich gehe mal davon aus, er ist auch geplatzt. So vieles gilt, es vorzubereiten. Aber ich glaube, er ist geplatzt, nachdem er ihn dann herbeigerufen hat. Ja, voll energiegeladen. So. Yay! So, jetzt passiert sicherlich was. Was? Ja, gut. Was ist das? Ein Periskopengriff? Hm? 18! Ah! Oh! Oh Gott, oh Gott! Jetzt haben wir einen noch viel größeren Tisch, den wir lösen müssen. Ist das nicht toll? Ja! Ah, Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Da steht immer dasselbe, ne? Ja, glaube ich ja. Das finde ich nicht gut. Voll schön! Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, jetzt dürfen wir erst die Oberfläche. Ah. Was mit dem Teleskop passiert? Ich habe gar nicht aufgepasst. Das hat sie abgerissen. Gestört. Ah, okay. Was haben wir hier? Eine große runde Aussparung. Da kann man nichts ziehen und nichts drehen. Ja. Hier, ja. Guck mal, das sieht doch so aus, als da will er mich nicht ranlassen. Ja, gut, okay. Da könntest du. Ja, okay. Weiter, weiter. Ja. Ah, da ist die Kurbel. Achso. Und ein Brief. Ich habe es überhaupt nicht gesehen, dass ein Messingkurbelgriff. Irgendetwas stimmt. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Ach. Keine Antworten haben sich offenbart. Nur mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Dann zieh sie aus, du Depp! Der hat ganz dicke Visionen, hat der. Die haben zugenommen. Ja. Dann mach eine Diät. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Hä? Hä? Das ist ja cool. Ein Haus, das sich selber baut. So eins ja, ich auch. Obwohl, nein, sehe ich nicht. Dann muss ich an The Cube denken. Ja, oder an Blame und die Megastruktur. Also, ich weiß, du kennst das Ding nicht, aber ja. Und der Herr schreibt, wer mir folgt. Der ist auf Twitter, Hummer. Wer ihm folgt, vor allen Dingen, wer ihm folgt, der hat bis jetzt diese ganzen Rätsel gelöst. Hm, passt die vielleicht hier rein? Nee, aber... Hätte sein können. Können wir wieder unter den Tisch oder können wir nicht mehr nach unten? Das hier war doch vorhin immer ein Knopf. Ach, probier jetzt mal das Okular. Ja, jetzt warte, lass mich doch mal kurz gucken, ob ich eine Kurbel finde. Guck! Ich weiß, das passt nicht. Oculus Rift. Ja, ist ja gut. Okay. Nee, toll. Wir können es noch nicht drehen. Das bringt mir jetzt gar nichts. Aber wahrscheinlich müssen verschiedene Sachen erst erfüllt sein. Da müssen wir erst nochmal andere Pfeile haben. Okay. Na. Aber das hier, guck mal. Ja. Ich dachte, das könnte ich ja jetzt ziehen, aber da ist noch was. Da. Fingerabdrücke. Ah. Aha. So, Kürbelchen rein und Kurbeln. Ach, hey. Lalalalala. Jetzt hast doch die Kurbel an. Was wird nun passieren? Wow. Das ist ein Spielleitertisch. Ja. Non est ad astra molis iteris. Toll. Wie? Ah.
Das sind die Sternzeichen. Das ist ein Schwert. Ja. So. Wollen wir nochmal drücken? Hm. Nee. Also, was sollen wir mit dem Schwert? Können wir das irgendwie schon... Ah, da ist schon wieder so eine Perlmuttwand. Da kannst du mit dem Okular irgendwas lösen. Eine Perlmuttwand? Ja, ja. Guck mal die Wand von hinten an. Ah, was? Wieso ist da ein Aztekenkopf im Hintergrund? Ach, hey. So, ja. Und das Zeichen. Ja, komm. Bisschen, ja, ein bisschen runter noch. Komm schon. Och. Hallo, komm doch. Ach, das ist ja fies. Ja, ich glaube so. Nee. Ja, so ist ja völlig falsch. Nee, so vielleicht? Nee, der lockt sich immer wieder ein. Weiter. Nee, geh nur einen Blick ein bisschen höher. Ach so, ich kann das hier so. Nee. Ja, weiter drehen. Wie weiter drehen? Dann ist doch wieder falsch. Ja. Jetzt! Oh. Oha. Ein Dolch. Jetzt müssen wir ein verzierter alter Dolch. Jetzt geht die Schlachterei los. Jetzt wird's, jetzt wird aus dem Puzzlespielen ein First-Person-Shooter. Ich weiß nicht, aber ich würde den einfach... den Tisch erstechen. Ja, der Tisch wird auch immer größer. Oh mein Gott. Wie das Haus. Ah, schön. Ja? Gut. Das ist schön. So, jetzt. Tada! Was ist das hier? Ah, oh! Nee. Hä? Bitte einmal Okular. Da? Nein. Die Planeten haben was zu suchen. Ich glaube, du kannst die Planeten drehen. Die Planeten haben ja was zu suchen? Ah, guck mal. Ja. Ja, und was sagt uns das jetzt hier? Ich weiß noch nicht, was. Nö, das hat, da ich die Planeten nicht drehen kann, hat das wohl nichts miteinander zu tun. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, es sind vier Planeten und vier Pfeile. So. Pfeile? Achso, Pfeile. Ja. Pfeile. Ich frage mich bloß, was diese Kugeln da zu bedeuten haben. Das offenbart sich einem nicht so ganz. Kann man auch nicht einzeln irgendwie anwählen immer? Nee. Hm. Wenn wir hier ach, können wir jetzt vielleicht nochmal auf den Dolch da drücken? Hier die Taste, wo dieses Mondgeflecht war. Wieder zurück? Nein, die nicht. Die andere. Die da hinten im Hintergrund. Die? Ja. Nö. Nee. Hm. Ja. Was hat der dazu? Hat er eine Aussagekraft? Nee, das ist einfach nur Hintergrundprojektion. Aber guck mal oben das Fragezeichen. Was sagt uns denn Miss Obvious oder Mr. Obvious? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, das Gute an dem Spiel ist ja, ein Deckel hat sich geöffnet und einige Tasten freigelegt. Es muss einen Hinweis auf den Code geben. Was für ein Code? Na, auf den Code. Ah! Guck, mach. Ach so, es muss ja, dreh das mal bitte einmal rum, aber mit dem Okular an. Habe ich doch gerade schon. Nee, nicht so rumdrehen. Du sollst die Tasten einmal rumdrehen. Hä? Oder einmal rundherum. Hä? Sind die dann rot oder? Nee, das hat was mit dem. Das hat was mit dem Licht zu tun. Ja.
Ich denke, es ist irgendeine Sternenformation oder nein, so. Nein, ich glaube, das wäre zu fies. Nicht, dass das Spiel ansonsten nicht fies wäre bis jetzt. So, da fehlt dir irgendwas. Damit kann man das Ding drehen. Haben wir jetzt schon noch einen zweiten Tipp? Das ist immer noch... Ob das Okular wohl einen Code für diese Tasten enthüllen kann? Tja, wo denn? Oder dass die Pfeile werden ja wohl nichts damit zu tun haben. Ach! Toll! Du Dreckspiel! Ah, sehr schön. Musst du wirklich alles immer angucken. Nein, das war falsch. Und jetzt eins rüber und eins runter. Ja. Tada! Schön. Aha. Ah. Können wir hier wieder drücken? Ein Auge. So. Huch, was passiert da? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Ah, jetzt haben wir hier wieder was. Ah, okay. Was? Müssen wir neu machen? Ach. So ein Dreizack? Ja. Oder müssen wir, können wir es anhalten irgendwie? Nee, du kannst es nicht anhalten. Du kannst es nur... Achso, muss ich vielleicht... Nö, warte mal. Versuch mal den Code erstmal. Ja, erstmal das Offensichtliche. So. Ein Dreizack war. Oder ein Zweizack eigentlich. Ja. Aha. Ah, okay. Ah, so ist das schon. Ein Augenmund. Ein großes Goldamulett. Ach, das kannst du jetzt da vorne einsetzen. Oder ja, kannst du, guck mal, ja, wie super. Aussieht. Da. Hinein mit dem Augenmund. Sieht ganz komisch aus. So, dann kannst du das jetzt... Oh, das wollte ich machen. Oh, jetzt ist es weg. No. Hä? Auge? Hä? Ah, jetzt bitte Okular. Und jetzt mal ganz kurz auf die Tischhöhe gehen. Ja. Und jetzt? Ich würde einen der anderen Pfeile ausprobieren. Den Pfeil hattest du ja schon. Hallo? Hast du... Kann ich ja so drin? Nö. Wir haben einen Tipp. Der Holzrahmen, ich kann geradewegs durch ihn hindurchsehen. Ist das ein weiteres Muster für die Tasten? Was? Oh. Ah, okay. Okay? Ja, irgendwie ja. Puh, wir versuchen einfach mal ein anderes. Ja. Ach, pass auf. Du drehst den Turm und die Löcher geben an, wo du die Tasten drücken musst. Huch. Pass auf, wenn du jetzt reinguckst. Oben, Mitte. Unten, rechts, links, außen. Und wenn du die jeweils auf die Pfeile drehst, siehst du, welche die anderen sind. Genau. Also kannst du ja schon mal eintippen. Oben, Mitte. Unten, links und rechts. So, und dann... So. Irgendwie ist das voll schwer zu drehen. Nee, das hast du ja schon. Unten, links und rechts. Genau. Also ja, da. Ja.
Mitte. Und so. Letztes. Obwohl, wir hatten es nicht von... Ja, nee, musst du noch mal wieder auf Ausgangsposition. Mensch. So, la 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 la, da. Und da. Und du hast gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil? Ja. Ah, sehr schön. Ja, da da da. Und Knopf